23. Minute. Harand schickt Jepel, der kriegt das Ding nicht. Aber dann passiert das hier. Klatscht voll mit dem Kopf gegen den Beton und bleibt erstmal benommen liegen. Eschel versucht ihm hochzuhelfen, aber da sind die Lichter einmal ausgegangen bei Leipzigs Nummer 33. Er musste ein paar Minuten behandelt werden. Auch Christian Tiffert sah sich das mit Sorge an. Doch dann konnte nach ein paar Minuten Behandlungszeit Entwarnung gegeben werden. Jepel brauchte nicht die